Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fabian Magic reagiert. Heute aber nicht wie sonst auf so richtig krasse Zauberer. Heute reagieren wir auf Zauberer oder Zaubertricks, die so nicht hätten passieren dürfen, die schief gegangen sind. Ich bin mega gespannt. Ihr habt mir coole Clips geschickt auf Insta @FabianMagic. Da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Und bevor wir loslegen, ihr könnt mir gerne auch einen Zaubertrick zeigen, denn unten ist ja dieser rote Button, okay? Und da steht Abonnieren drauf. Ihr könntet den grau zaubern. Das wäre auf jeden Fall ein richtig cooler Zaubertrick, falls ihr hier neu auf diesem Kanal seid. Und wenn ihr mich noch mehr beeindrucken wollt, dann könnt ihr auch noch diesen grauen Daumen, der nach oben zeigt, einfach jetzt mal blau zaubern. Also das wird mich total... Das wird mich echt foolen, Leute. Halt einmal. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir reden jetzt gar nicht mehr lange rum und legen direkt los mit den ersten Clips. Let's go. So, Freunde. Der muss jetzt innerhalb von einer Minute so viel Messer... Oha. Sowas habe ich dem letzten erst in live gesehen. Oha. Was? Der trifft die am Kopf und macht trotzdem noch weiter? Ey Leute, ich habe sowas dem letzten erst in live gesehen, wo ich mit Yasin auf einer Show war. Ey, ich konnte nicht hinschauen. Ich konnte einfach nicht hinschauen. Und der trifft die so knapp am Kopf und der macht einfach weiter, weil er sich denkt, ach komm, ich muss jetzt den Rekord machen. Okay. Das finde ich echt richtig heftig. Okay, haben wir einen Zauberer, der sich ein Kind aus dem Publikum geholt hat. Okay, dann bin ich mal gespannt, was da jetzt passiert. Okay, Murray, I'll just do it once. Okay, dann legt er jetzt drei Karten auf den Tisch. Now watch very closely. We have three cards. Drei Karten. Nein! Nein! Oh! Das ist ein Sieg! Der denkt sich gerade auch nur, bruh. Boah. Ja, okay, das ist echt bitter, wenn man extra ein Kind nimmt, weil man denkt, ja, Kinder, die kann man, die kommen da nicht so leicht dahinter. Was viele nicht wissen, Kinder sind oft noch aufmerksamer als Erwachsene. Also ich finde, Kinder, die sind da viel neugieriger und greifen öfter rein. Also Kinder können euch schneller sabotieren als Erwachsene, aber das ist ja echt richtig mies, vor allem sein Blick, ey. Muss los, Bruder. Oh mein Gott, okay, geil, schauen wir mal weiter. So, wir haben jetzt hier einen Zauberer und die Assistentin geht in so einen Kasten hinein. Okay, er sieht bisher noch nicht besonders begeistert aus, ist ja auch noch nichts passiert. Und... Ah, jetzt wird die wahrscheinlich so, genau, so halbiert. Beziehungsweise wie durchgeschnitten jetzt. Ja, okay. Man hat es da gerade schon ein bisschen gesehen. Also die sind auch unbeeindruckt. Oh mein Gott. Nein. Nein, als ob. Man sieht einfach, wie dieses Tuch, dieses schwarze Tuch runterfällt. Boah. Das ist mega peinlich, vor allem wenn man es auch noch live im Fernsehen hat. Oh mein Gott, ey. Also ich hoffe nur, dass mir sowas nie im Leben passieren wird. Boah, das ist... Nee. Oh Gott. Stellt euch mal vor, ihr seid da so vor einem riesigen Publikum, seid so im Fernsehen, macht diesen Trick und dann failt ihr so heftig. Ja, Vor allem, wie will er das retten? Der macht einfach weiter, wie nichts passiert wäre. Ja, okay, was anderes kann er ja nicht machen. Aber, ja, da sieht man die Jury total unbeeindruckt. Oh je, oh je, oh nein. Das war's für ihn. Ich hoffe, so. Es funktioniert, weil wenn es nicht klappt... Jetzt, es ist was bei Pro7. Ich hoffe, es klappt. Also, das ist bei TV total. Zu Hause sagen. Liebe Kinder, bitte macht das nicht zu Hause nach. Ganz wichtig, nicht. Boah, dann gucke ich da rein. Okay. Ich glaube, ich kenne den Clip sogar. Ich habe den, glaube ich, schon mal gesehen. Der macht da jetzt was mit Nägel. Oh nein. Nein, auf gar keinen Fall nachmachen. Ja, ganz das ist, glaube ich, ewig. Ich habe den schon mal gesehen. Heißt, ein Revolver, eine Pistolenkugel, wird in den Lauf getan. Man weiß nicht, wo die Kugel ist. Irgendwann wird abgeschossen. Und derjenige, der die Kugel erwischt, oh yeah. Pech.
Das machen wir jetzt auch in einer improvisierten Version. Und zwar mit drei Plastikbechern. Also da hat er jetzt diese drei Becher. Drei Bierdeckel und einen. Ja, die eine, die guckt jetzt schon weg. Okay, jetzt hat er da einen Nagel. Ich drehe mich gleich um und ich möchte dich bitten, einen Becher zu nehmen, über den Nagel zu legen, die anderen Becher auf die Bierdeckel. Okay, sie darf das Ganze wahrscheinlich jetzt vermischen. Lange, wie du willst. Wenn du fertig bist, sagst du Bescheid. Boah, ey, wenn das schief geht, sowas, das ist... Okay. Aber es ist ja nichts anhand der Becher irgendwie gemerkt. Nein, du kannst dir einen Becher aussuchen und den drüber schütten. Okay, ich drehe mich um, ich verdecke meine Augen. Wenn du fertig bist, sagst du einfach Bescheid. Boah, ich finde so Sachen überhaupt beim Zuschauen. Auch wenn ich weiß, wie sowas funktioniert, aber... Wie gesagt, solche Zaubertricks, die gefährlich sind, können immer auch mal schief gehen. Ich möchte, dass du mir in Gedanken sagst, unter welchem Becher der Nagel ist. Ich möchte, dass du in Gedanken nochmal nachgehst, wie du gerade die Becher vertauscht hast, okay? Ich möchte, dass du nirgendwo hinguckst. Ich möchte, dass du mir keine Hinweise gibst. Ich soll dir in die Augen schauen. Genau, nur in die Augen. Und geh diesen Prozess nochmal in Gedanken durch. Oh nein, ich sehe es schon kommen, Leute. Ich sehe es schon kommen. Fragen, ob dieser Becher sicher ist, sprich ohne Nagel. Mhm. Die Antwort ist jedes Mal ja, ob es stimmt oder nicht. Du sagst einfach ja, Pokerface. Okay? Mhm. Also ich muss sagen, ich selbst habe den Trick ja auch noch nie gemacht. Ich finde solche Tricks will ich auch selber gar nicht machen. Aber ja. Ey, wenn das schief geht, sowas, das ist doch so... Ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt direkt schon... Okay, jetzt... Oh nein, jetzt passiert es gleich, Leute. Schau mal in die Augen. Oh nein, schau mal, die rechts, kann die ich gehen? Nein. Die will schon immer, die hat keine Lust mehr. Oh nein, die hat schon so eine Vorahnung. Nein. Ist dieser Becher sicher? Ja. Ist dieser Becher sicher? Ja. Okay. Ich glaube, oh kennst Gott. Das, wenn man zwischen zwei Dingen... Nein, ist das gar nicht der Clip und das funktioniert und einfach. Man weiß einfach nicht, für was man nee. Sich erscheinen soll. Oh, guck mal, die ich andere, glaub, Becher ist sicher. Die hebt sich schon die Ohren zu. Oh nein. Ja, das war's. Das, was nicht passieren sollte. Ja, das sollte nicht das passieren. Oh mein da. Gott. Ist okay? Oh ja. Mein Gott. Ja, ich geh ins Krankenhaus. Das ist. Ey, das ist dumm gelaufen. Oh mein Gott. Leute. Wow. Also ich muss sagen. Boah. Ey, das letzte, das ist ja richtig heftig. Das ist einfach. Oh Gott, was müssen das für Schmerzen sein? Wow, okay, Leute. Ich hoffe natürlich, also natürlich auch mir als Zauberer sind schon Sachen passiert, wo mal nicht so geklappt haben und so. Ist ja klar, das passiert jedem Zauberer mal. Aber wenn sowas natürlich live im Fernsehen passiert und dann auch noch sowas wie bei ihm gerade am Ende, das ist echt bitter. Vor allem, der hat da jetzt eine Verletzung, der kann jetzt erstmal ein paar Monate gar nicht mehr zaubern. Auf jeden Fall, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Danke an alle, die mir wieder diese Clips geschickt haben. Habt ihr Bock, dass ich nochmal sowas mache? Also nochmal auf so Zauber-Fails reagiere? Wie findet ihr das? Und schickt mir auf jeden Fall weitere coole Clips auf @FabianMagic. Nicht vergessen, ich versuche, auch wenn ihr Fragen oder sowas habt, könnt ihr mir das da schreiben auf dem Instagram-Account. Ich versuche, so viel wie möglich zu beantworten und zu lesen. Natürlich kann es manchmal eine Weile dauern und ich schaffe es nicht auch immer. Aber ich gebe mir wirklich Mühe, so vielen wie möglich von euch zu antworten. Also einfach auf Instagram, @FabianMagic, könnt ihr mir folgen, und könnt ihr mich abonnieren, könnt ihr mir schreiben, was auch immer ihr wollt. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich für heute. Morgen kommt direkt ein neues Video online und zwar habe ich die kleine Milay ein bisschen verzaubert von Milays Welt. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch sie. Aber schau mal, wenn ich den Ring nehme und jetzt durch die Wärme ein bisschen ziehe, siehst du das? Dann dehnt sich was? Der Ring aus. Was? Du kannst es auch anfassen, ja? Hä? Und jetzt schau mal, wir können auch wieder abkühlen. Was? Was? Ihr könnt euch also richtig freuen, morgen gibt es direkt das nächste Video. Und dann würde ich sagen, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf, macht den Nageltrick auf keinen Fall nach. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Magie hautnah.